machst du denn hier? Langt das nicht, dass du uns verlassen hast? Musst du auch noch vor Gericht zeigen, wie glücklich du mit Lars bist? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass jetzt auch noch Lars Marion anklagt, dass sie auf ihn geschossen hat. Was ist das für eine fiese Nummer? Hör mir zu, bitte. Das ist wirklich alles ganz anders. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte zu dir stehen müssen. Stattdessen habe ich mich von Lars und seinem Geld blenden lassen. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Und ich will wieder zu dir zurück. Wir gehören zusammen. Ja, aber du hast mich doch wegen Lars verlassen. Ich meine, was soll ich davon halten? Ich habe keinen Bock mehr auf deine Spielchen. Nein, aber hör auf dein Herz, bitte. Weißt du, du weißt doch, wie glücklich wir zusammen waren und wie toll wir zusammen gepasst haben. Ja, aber du hast mich wegen Lars verlassen, wegen nichts und wieder nichts. Ja, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber liebst du mich denn nicht mehr? Nein, ja. Aber ich bin total verwirrt. Weißt du was, wir gehen einfach nach der Verhandlung, gehen wir was Kaffee trinken oder bei unserem Italiener was essen. Und oder vergiss die Verhandlung und wir gehen einfach sofort. Wie sofort? Ich muss doch gleich aussagen, ich bin hier geladen. Ja, aber das verstehe ich sowieso nicht. Wie kannst du dir ein Alibi geben? Ein falsches. Wie? Was? Ja, du kennst doch Marion, die nutzt dich nur aus. Ach, oh, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Geh du mal in dein Handy und ich brauche jetzt einfach mal frische Luft. Ja, aber denk dran, ich meine das ernst, was ich gesagt habe. Hallo? Ah, hi Lars, Schatz. Na? Ja, du hast Glück, Boris ist gerade gegangen. Ja klar, der frisst mir schon fast wieder aus der Hand. Ja, deine werte Ex-Gattin, die wird ihr Fett schon wegbekommen. Was? Ja, okay, klar, bis gleich dann. Ciao. Frau Benders, Ihr Vorname ist Marion. Sie sind am 13. Juli 1979 in Borken geboren, leben in Haken, verheiratet, aber getrennt leben von Ihrem Ehemann. Kinder haben Sie keine und von Beruf sind Sie Schneiderin. Am Abend des 13. Januar 2006 lauerte die Angeklagte ihrem von ihr getrennt lebenden Ehemann Lars im Mühlenwäldchen in Hagen auf und schoss ihm aus nächster Nähe mit einer Pistole in den Genitalbereich. Wie von der Angeklagten beabsichtigt, verlor Lars Benders dadurch seine Fortpflanzungsfähigkeit. Ich find's nicht schlimm. Er hat's verdient. Marion Benders wird daher wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt. Herr Rechtsanwalt Krechel, wird Ihre Mandantin Angaben machen zur Sache? Ja, das wird sie, Frau Vorsitzende. Frau Benders, haben Sie Ihren Mann am 13. Januar mit solch einer Pistole, es ist nicht die Tatwaffe, aber eine vergleichbare aus der Staatsanwaltskammer, haben Sie mit dieser oder mit einer solchen Waffe gezielt auf Ihren Mann geschossen in den Genitalbereich, wie die Staatsanwaltschaft sagt? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass mir das nicht besonders leid tut, was Lars da passiert ist. Also ich persönlich finde, er hat eigentlich nur das bekommen, was er verdient hat. Aber ich habe nichts damit zu tun. Ich kann Ihnen zu dieser Tat wirklich nichts sagen. Aber Ihr Mann hat gegenüber der Polizei ausgesagt, dass er Sie bei der Tat erkannt habe. Warum sollte er Sie zu Unrecht beschuldigen? Ganz klar für mich, weil er mir keinen Unterhalt zahlen will. Wenn es um Geld geht, macht dieser Mensch alles, wirklich alles. Also Frau Benders, das ist ja ein grober Unfug. Da hätte er sich von mir aus in kleinen Zeh geschossen. Das hätte ja ausgereicht. Aber dass er sich sowas antun soll, nur um sich vor Unterhaltszahlungen zu drücken, das ist eigentlich absurd. Er hat sie erkannt. Die Richterin hat es eben schon gesagt. Sie waren lange genug verheiratet, um zu wissen, dass er immer freitags hier im Reiterhof ist. Und immer freitags bis um 20 Uhr. Und sie wussten auch ganz genau, dass er danach den Weg hier lang zu nehmen pflegt. Das ist eine etwas abseits gelegene Abkürzung. Und er hat sie, wie gesagt, genau erkannt. Sie haben völlig unverhofft vor ihm gestanden und sie haben aus nächster Nähe direkt ihn in die Genitalien geschossen. Behauptet er. Ist das nicht so gewesen? Sie wussten doch, Sie wussten Ort und Zeit. Wer sollte das denn sonst gewesen sein? Haben Sie einen anderen Verdacht? Können Sie mir einen anderen präsentieren? Müssen Sie natürlich nicht. Es gibt tausend Leute, die wissen, dass er um die Zeit da lang geht. Wahrscheinlich sind es sogar Millionen, würde der Verteidiger sagen. Aber Ihr Mann hatte doch ein Motiv, oder nicht? Ihr Mann hat Sie verlassen. Er hat Sie da sitzen lassen. Warum? Weil er eine neue Frau hat. Schwer genug. Wer ist die neue Frau? Ihre beste Freundin Sarah Patitz. Das ist noch schlimmer. Und dann kriegen Sie auch noch mit, dass die beiden sexuell irgendwie glücklich sind. Und das ging natürlich gar nicht. Und deshalb der gezielte Schuss in die Genitalien. Sie wollten Ihren Mann entmannen. Das haben Sie ihm nicht mehr gegönnt. Das ist Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Natürlich ist es ein scheiß Gefühl, wenn man von seinem Mann wegen einer anderen Frau verlassen wird. Und wenn es dann auch noch wegen der sogenannten besten Freundin ist, ja, eine Person, der man jahrelang vertraut hat. Und bevor Sie mir hier mit irgendwas kommen,
Ich habe ein Alibi, falls Sie das vergessen haben. Nein, das habe ich ganz bestimmt nicht vergessen. Und ich glaube auch, das Gericht hat dieses Alibi zur Kenntnis genommen, als es meine Anklage hier zur Hauptverhandlung zugelassen hat. Dieses Alibi stammt, man höre und staune, von Boris Patitz. Und das ist der Mann, der verlassen wurde von ihrer besten Freundin für ihren Mann. Also da tun sich die beiden Gehörnten hinter ihrem Rücken zusammen und sprechen ein Alibi ab. Glauben Sie, das nehmen wir Ihnen ab? Zumindest ist es doch erschütterbar, dieses Alibi. Frau Benders, wo sind Sie zur Tatzeit gewesen? 13. Januar war das 2006, zwischen 20 und 20.30 Uhr. Ja, wie der Herr Staatsanwalt das ja schon angerissen hat, ich war bei Boris. Ich glaube, ich bin irgendwie so um 7 Uhr abends oder so, bin ich da eingetroffen und halb elf wieder nach Hause. Mhm. Und warum waren Sie da bei ihm an dem Abend? Zufälligerweise. Warum war ich da? Wir kennen uns seit Jahren und wir sind jetzt in der gleichen Situation. Mhm. Beide verlassen, die beiden sind jetzt zusammen und ja gut, da ist es einfach schön, wenn man sich da irgendwie austauschen kann, wenn man sich auch gegenseitig vielleicht mal ein bisschen auffangen kann. Wir haben kein Verhältnis oder so, falls Sie das jetzt glauben. Das wäre die nächste Frage gewesen. Nein, haben wir nicht. Es ist einfach nur so, dass wir reden, dass wir uns gegenseitig irgendwie ein bisschen helfen in dieser Situation. Klar. Noch Fragen an die Angeklagte? Keine Fragen. Dann nehmen Sie, Frau Benders, bitte neben den Verteidigungsplatz. Lars Benders, bitte. Herr Benders. Herr Benders, bitte nehmen Sie Platz. Herr Benders, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Benders, Lars ist Ihr Vorname, Sie sind 28, wohnen in Den Haken und sind selbstständiger Internethändler. Ja, und zwar ein sehr erfolgreicher, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, die Angeklagte ist Ihre Ehefrau und beide leben aber voneinander getrennt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man weiterhin, selbst nach der Scheidung, ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Und § 55, man kann auch immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Also ich werde aussagen, das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Herr Benders, Sie wurden am Abend des 13. Januar 2006 etwa um 20.30 Uhr im Mühlenwäldchen bei Hagen durch einen Schuss aus nächster Nähe im Genitalbereich verletzt. Ja, ganz genau. Und zwar von der da. Meinst du nicht, du hast mir schon genug angetan, du Arschloch? Hm? Oh, bitte, du wirst Frau mich Benders jetzt hier nicht beschuldigen. Nicht auf die Art und Weise. Schildern Sie uns zunächst einmal, wie es auf den Schuss auf Sie gekommen ist. Ja, das ist folgendermaßen. Also Ich war reiten, weil das ist mein Hobby. Und wie jeden Freitag gehe ich dann nach der Arbeit eben direkt gleich zum Reitstall, wo ich mich dann so bis, naja, so viertel vor acht dann da aufhalte. Und so kurz vor acht bin ich an diesem Freitag, habe ich mich auf den Weg gemacht nach Hause. Und ich gehe immer durch dieses Wäldchen und habe dort mir auch nichts dabei gedacht, weil es ist noch nie was passiert. Es ist wirklich noch nie was passiert. Und bis an diesen einen Tag diese Verrückte total durchgeknallte der Meinung war, mich kastrieren zu müssen. Herr Benders, auch für Sie, es geht ohne Beleidigungen. Sie ändern ja nichts an der Tatsache als solche. Sie gehen also durch das Wäldchen und dann? Ja, ich gehe ja durchs Wäldchen und ich denke mir überhaupt nichts dabei, will einfach nur nach Hause und auf einmal steht diese Verrückte vor mir. Ihre Frau. Und er sagte, sie sagt überhaupt nichts. Also ich war noch der Meinung, sie wird jetzt irgendwas sagen von wegen, ja, wegen Sarah und nehme mich wieder zurück und dieses alte Laberababa von damals. Und auf einmal zieht die Verrückte da eine Knarre und schießt sofort los. Ich wusste ja nicht mehr, wo links und rechts ist. Ich habe nichts mehr gemerkt. Ich bin zusammengebrochen. Naja, und dann muss ich wohl ohnmächtig geworden sein und im Krankenhaus bin ich wieder aufgewacht. Ja. Und ich habe das entsprechende Gutachten hier. Jedenfalls, die Untersuchungen ergaben, dass die Blutungen durch eine Schussverletzung verursacht wurden. Das ist klar. Diese hatten eine irreparable Schädigung des Penis und der Hoden zur Folge. Im Rahmen der medizinischen Erstversorgung mussten die Schwellkörper des Penis vernäht werden, um Blutungen zu stillen. Nach weiteren Untersuchungen wurde bei dem Patienten eine erektile Dysfunktion, Impotenz in Klammern, als auch Infertilität, das ist die Zeugungsunfähigkeit, diagnostiziert. Aufgrund des irreparablen Schadens des Skrotums müssen dem Patienten lebenslang medikamentös männliche Hormone verabreicht werden. Und so weiter und so weiter und dann die einzelnen Gutachten. Ja, das haben Sie gut gesagt, Frau Richterin. Ich bin fortpflanzungsunfähig und ich bin impotent und das bis zu meinem Lebensende.
Ja, ich bin kein Mann mehr. Ich bin jetzt ein Nichts, ein gar nichts bin ich. Ja, wenn ich diese Hormone, wie Sie gerade so schön gesagt haben, nicht nehmen würde, dann würde ich vielleicht noch eine piepsige Stimme haben. Und mein Bartwuchs wäre auch noch dahin. Vielen Dank. Naja, ich bin halt am Ende. Ich bin fertig mit der Welt. Weil Sie müssen sich vorstellen, Frau Richterin, es gibt ja diese körperliche Sache, die Sie so schön vorgelesen haben. Und dann gibt es ja auch die seelische. Mhm. Und ich bin am Ende. Ich kann keine Kinder mehr zeugen. Und ich kann nicht poppen. Nichts. Ich kann keinen Spaß mehr haben. Und das habe ich dieser Verrückten hier zu verdanken. Und das alles nur weil du mich da hingetrieben hast, zu Sarah. Du bist daran schuld gewesen und nicht ich. Sag mal, tickst du noch richtig? Ich soll daran schuld sein, dass du auf diese bescheuerte, geldgeile Schlampe reinfällst? Wer hat mich denn abgestoßen? Warst du doch, oder nicht? Und warum? Ja, warum denn? Du fragst mich allen Ernstes, warum? Du bist schuld, du weißt ganz genau, warum. Frau Benders, man kann die beiderseitigen Emotionen hier wirklich greifen von Ihnen. Und wir können diese vermutlich gescheiterte Ehe hier nicht aufarbeiten. Aber kurz möchte ich von Ihnen wissen, Herr Bender, warum ist es zu der Trennung gekommen zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Es lief doch schon lange nicht mehr gut. Und es hat nichts mit Sarah zu tun gehabt, überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Es war alles nur noch, das lief wie geschäftlich ab. Es war früh und guten Morgen, abends einen guten Abend und gute Nacht. Ja, und mehr war da auch nicht mehr. Und das ist, und was dann noch hinzukam, was auch der ausschlaggebende Grund dafür war, dass es mich dann auch in die Arme von Sarah getrieben hat, war natürlich, es lief ja auch nichts mehr im Bett. Und wenn da natürlich nichts mehr läuft, was holt sich ein Mann wie ich? Da holt sich das natürlich woanders. Das war natürlich ganz klar. Wie sollte denn noch was laufen? Du weißt ganz genau, was passiert ist und du weißt ganz genau, dass du das zu verantworten hast. Frau Benders, warum geben Sie Ihrem Mann so gezielt die Schuld? Warum? Ich habe im August letzten Jahres erfahren, dass ich schwanger bin. Und ich habe mich wahnsinnig auf das Kind gefreut. Es ist mir doch klar, dass du dich da gefreut hast. War doch genau das, was du gebraucht hast. Wusstest doch ganz genau, dass du irgendwas brauchst, um mich zu halten. Du alleine reichst mir nicht mehr und das war dir die ganze Zeit bewusst gewesen. Siehst du, genau das meine ich. Das ist genau das, was ich meine. Du wolltest das Kind nämlich nicht haben. Du wolltest es nie haben. Und du hast auch dafür gesorgt, dass ich es verliere. Du hast bewusst dafür gesorgt, dass ich es verliere. Jetzt geht das schon wieder los. Das haben wir tausendmal ausdiskutiert. Tausendmal. Herr Benders, worum geht's? Ja, da fragen Sie am besten mal meine Noch-Ehefrau, meine liebe Marion. Die wird Ihnen sicherlich ein bisschen mehr dazu sagen können. Weil sie ist ja die Einzige, die das so sieht. Frau Benders, erklären Sie uns das bitte. Im Oktober wollte mein werter Gatte unbedingt seinen Reiturlaub machen. Ich musste nicht nur mitfahren, nein, ich musste dann auch noch mit auf diese bescheuerten Ausritte. Und ich war schwanger, ja. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Du hast dir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, dass dem Kind vielleicht was passieren kann. Ich bin keine besonders gute Reiterin und das weiß er. Hast du was an den Löffeln? Ich wollte damit unsere Ehe retten. Herr Benders, man rettet doch keine Ehe, indem man seine schwangere Frau, die selber erklärt, nicht reiten zu können, auf ein Pferd setzt und mit der querfeldein durch den Wald reitet. Das wollen Sie mir doch nicht ernstlich erzählen. Frau Benders, sind Sie gestürzt? Also bitte. Ja. Das Pferd ist irgendwie mit mir durchgegangen, hat sich erschreckt oder was. Und ich bin voll in irgendwelche Gebüsch reingerasselt und... Ja, dann beim nächsten Arztbesuch hatte ich halt kein Kind mehr. Mein Gott, der Gaul, der ist durchgegangen. Aber dafür kann ich doch nichts. Das ist doch nicht meine Schuld. Ist halt passiert. Ja, schade. Aber mein Gott. Und außerdem, Fräulein, du hast dich eh schon nicht mehr da für mich interessiert. Und dadurch, dass du dich nicht mehr für mich interessiert hast, hat sich das nun auch so ergeben, dass du mich damit in die Arme von Sarah getrieben hast. Oder nicht? Ich habe mich nicht für dich interessiert. Ich habe mir den Buckel für dich krumm geschuftet. Darf ich dich mal dran erinnern, als du deine bescheuerte Internetfirma gegründet hast? Wer hat da den ganzen Tag in der Küche gestanden und diese ganzen Scheißpakete gepackt? Weißt, ich will überhaupt nicht wissen, wie viele DVDs, CDs, Elektrogeräte ich da verpackt habe. Und natürlich alles ohne Bezahlung, weil es war ja für meinen lieben Gatten. Also du hast dich mit Sicherheit dabei nicht zu Tode gearbeitet. Mit Sicherheit nicht, Fräulein. Du wärst ohne mich gar nicht. Und von dem Geld, lass mich ausreden, von dem Geld hab nicht nur ich gut geredet, sondern auch du.
Und da musst du so austicken, so dermaßen ausrasten und mir meine Männlichkeit wegballern. Ich hab dir deine Männlichkeit nicht weggeballert. Wer sonst? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht. Frau Benders, Sie haben ein Kind verloren, auf das Sie sich gefreut hatten. Er vielleicht nicht. Natürlich. Natürlich war ich enttäuscht. Und er hat sich überhaupt nicht um mich gekümmert. Ihm war das alles völlig egal. Wenn meine Schwester sich in der Zeit nicht um mich gekümmert hätte, ich wäre daran kaputt gegangen. Ja, und dann erfahre ich auch noch, dass er die ganze Zeit schon mit dieser billigen Schlampe da was am Laufen hat. Frau Benders, bitte. Ja, Frau Benders, damit wissen wir so langsam ja nun wirklich, warum Sie Ihrem Mann das angetan haben. Ich weiß, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich habe ein Alibi. Ich werde ja wohl noch meine Frau erkennen. Und ich habe meine Frau erkannt. Sie stand mir gegenüber. Das waren Zentimeter. Sie hat mir in die Augen geschaut. Mit ihrem Hass. Da war der Hass in den Augen zu sehen. Sie hat die Pistole genommen und abgedrückt. Das war meine Frau. Du bist so ein verlogenes Schwein. Frau Benders. Aber er kann mich nun mal nicht gesehen haben, weil ich nicht da war. Ich habe, wie gesagt, ein Alibi. Alibi? Sag jetzt nicht Boris. Ich bitte dich. Wer hast denn das angestellt? Wer hast denn das gemacht? Wer hast denn ihn dazu gebracht, dass er sowas sagt? Aber wir werden ja sehen, ob das Alibi nachher noch Bestand hat. Werden wir ja sehen. In der Tat werden wir sehen, denn dazu fragen wir Herrn Boris Patis mit Sicherheit selber. Noch sehr Fragen gern. An den Zeugen im Nein, Moment. Keine Frage. Bleibt unvereinigt, Sie nehmen an der Seite Platz. Herr Patis, bitte. Herr Patis, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Herr Patis, ich werde Sie jetzt als Zeugen vornehmen und Sie wissen, dass man beim Gericht die Wahrheit sagen muss. Und wenn man es nicht tut, sich strafbar macht. Man kann aber dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. § 55. Herr Patis, Boris ist Ihr Vorname, Sie sind 29, wohnen in Hagen und sind selbstständiger Teilhaber einer Autovermietung. Mit Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Sind Sie nervös? Sie wissen doch, worum es hier geht, nicht? Nämlich um den Abend des 13. Januar 2006 und speziell um die Zeit zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr. Und Sie haben bei der Polizei ausgesagt, dass Sie zu dieser Zeit mit der Angeklagten zusammen gewesen seien. Das stimmt nicht. Bitte was? Herr Patis, Sie sind mit ihr zur Tatzeit zusammen gewesen, ja oder nein? Nein, ich hab gelogen. Es stimmt nicht. Ich war nicht mit ihr zusammen. Herr Patis, sind Sie verrückt? Sie haben in einem Ermittlungsverfahren diesen Umfanges insgesamt bei 3 polizeilichen Vernehmungen erklärt, dass dieses Alibi zutreffend sei. Sie ist dabei gewesen. Sie haben das sogar noch erklärt gegenüber den Polizeibeamten. Und heute drehen Sie sich um 180 Grad. Ja. Das finden Sie lustig? Nein, überhaupt nicht lustig. Das können Sie auch alles erklären. Ja, alles. Also es ist, wie gesagt, ich war sauer, ich war gekränkt. Lars hat mir Sarah weggenommen und ich habe einfach jetzt gesagt, ich will alles ändern. Ich habe vorher mit Sarah gesprochen. Wir werden einen Neuanfang starten. Das heißt, ich möchte die Beziehung anfangen und nicht mit einer Lüge aufbauen. Ich möchte reinen Tisch machen. Und deswegen sage ich, ich habe nicht mit ihr die Zeit verbracht. Sie hat kein Alibi. Ich sage, das stimmt nicht. Moment. Neuanfang? Ich glaube, da habe ich mich verhört oder du hast was falsch verstanden. Ich habe lediglich davon geredet, dass wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen können. Aber dazu werde ich wohl auch kaum Zeit haben, da ich mich ja um Lars kümmern muss. Du mieses Stück. Das ist ja unglaublich. Wieso? Du hast doch eben gerade was ganz anderes gesagt. Wieso spielst du mir das vor? Du denkst nur an dich. Du denkst immer nur an dich, immer an deinen Vorteil. Du hast mir doch gerade die Birne weich gequatscht, damit ich das Alibi zurückziehe. Eben gerade. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Jetzt stell dich nicht so an. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du hast mich benutzt. Du hast mich immer benutzt. Und ich falle immer wieder drauf rein. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Sei doch zufrieden, dass du vor Gericht nicht Und lügen du! Halt die Schnauze. Ich möchte jetzt dringend raten, diese Frage von mir jetzt klar zu beantworten. Alibi, ja oder nein? Haben Sie ein falsches Alibi gegeben? Wirklich? Ja. Ja. Weil sie hat mich angerufen und sie war total aufgelöst. So. Und natürlich kommt dann direkt die erste Frage von mir. Bist du es gewesen? Ich habe ja von bis dato überhaupt nichts gewusst von dem Vorfall. Sie hat gesagt, sie ist von der Polizei verhört worden, war völlig in Tränen aufgelöst, rief mich an und sagte, da ist was passiert und ich war allein zu Hause. Daraufhin habe ich ja gefragt, bist du es gewesen? Sie so, nein, ich bin es bestimmt nicht gewesen. Ich wollte ihr natürlich helfen.
Das heißt, der Angeklagte hat sie dann angestiftet, ein falsches Alibi zu geben, eine falsche Aussage bei der Polizei zu ihren Gunsten zu machen. Ja, nein, nein, das, ich hätte das wahrscheinlich, also ich habe ja wirklich innerlich überlegt, als ich ihre Tränen da gesehen habe, irgendwie zu sagen, von mir aus anzubieten. Aber dann hat sie ja direkt gefragt und ich habe gesagt, ja klar, also mache ich. Herr Pathis, ich glaube, Sie spielen hier so ein bisschen den dummen Schlappschwanz und Sie sind gar nicht so dumm, Herr Pathis. Sie haben nicht Ihr ein Alibi verschafft, Sie haben sich ein Alibi verschafft, Herr Pathis. Und das brauchen Sie jetzt nicht mehr, weil kein Mensch mehr daran denkt, dass Sie mit irgendetwas zu tun haben können. Wie, wo, was? Also worauf wollen Sie hinaus? Das ist total aus der Luft gegriffen, hirnrissig. Herr Pathis, Unsinn. Der Mann nimmt Ihre Frau. Die Frau ist Ihnen wichtig, das habe ich doch eben gehört. Und der Hass, den Sie ihm gegenüber haben, den habe ich auch gehört. Sie liefern doch hier frei Vorlage, eine Scheibe nach der anderen, Herr Pathis. Wo waren Sie denn in dem Bällchen? Sie waren doch der Pathis. Das ist doch total unsinnig. Totaler Unfug ist das. Ja, aus der Luft gegriffen, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, jetzt spiel doch hier nicht den Unschuldigen. Du weißt ganz genau, worum es geht. Ich habe Herrn Krechel von dem Vorfall in der Stadt erzählt. Sag mal. Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Ich hab dir das im Vertrauen gesagt. Du kannst doch nicht dahin gehen und alles rausposaunen. Was ist denn das für ein Benehmen? Boris. Unfassbar. Boris, gerade eben hast du mich hier ins offene Messer rennen lassen. Also spiel du jetzt nicht den Moralapostel, ja? Boris hat mir erzählt, er war in der Stadt, Weihnachtsgeschenke einkaufen und ist dort zufällig auf den lieben Lars und die liebe Sarah getroffen. Und der gute Lars hatte nichts Besseres zu tun, als ihm eiskalt auf die Nase zu binden, dass er Sarah geschwängert hat. Das, was Boris nie geschafft hat. Das sitzt tief, oder nicht? Das sitzt tief, das weckt Rachegelüste. Das dürstet förmlich danach, den Mann doch zu treffen, wo es einem am besten tut, oder nicht? Sie sind der Schütze, Herr Pathis. Zumindest machen Sie sich hochgradig verdächtig. Es passt doch alles zueinander. Also ich hätte dieses Alibi doch nie... Marion gegeben, nie. Aber ich bin mir sicher, also ich weiß es, da steckt jemand anders dahinter. Wer soll das sein? Ich weiß nichts ganz Genaues, aber es ist ein Kumpel von der jüngeren Schwester von Marion. Er heißt Sven. Boris, ich denke, du hast genug Schaden angerichtet, okay? Marion, ich muss es sagen, du hast mir doch alles... Du musst gar nichts sagen. Doch. Frau, wenn das zur Wahrheit, er steht im Gegensatz zu Ihnen oder Wahrheitspflicht, gehört Vollständigkeit. Weshalb sollte jetzt dieser Sven der Täter sein? Und zwar hat das Marion mir erzählt, dass Sven Lars erpresst. Hä? Erpresst? Mit was? Wer will mich mit was erpressen? Mit meinem geilen Aussehen oder was? Das interessiert mich auf jeden Fall nicht, sondern mich interessiert nur, dass es da ja einen Zeugen gibt, dass dieser Zeuge dem Tatopfer nahesteht und deshalb möchte ich es hören. Wir werden es auf jeden Fall mit diesem Sven abklären, mit Sicherheit. Genau. Wir müssen Sven hören. Noch Fragen an den Zeugen? Keine. Nein, danke. Ganz unvereidigt. Nehmen Sie an der Seite Platz, dann werde ich mich auf jeden Fall mal um diese Ladung, dieses Sven kümmern. Und wir setzen dann mit genau diesen Zeugen fort. Okay. Ja, bitte. Hallo Frau Salisch, haben Sie eine Sekunde Zeit vielleicht? Ich würde gerne ein paar Terminierungen durchsprechen in der Sache Diederichsen. Dann könnten wir das für nächste Woche vielleicht festzurren. Platz wollen Sie sich einteilen lassen? Das ist mir nämlich ausgesprochen recht. Sie kennen die Sache ja eh. Also ich hätte gedacht... Ja, bitte, kleine Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie so in harter Runde hier zusammen sind. Frau Benders möchte unbedingt mit Ihnen sprechen, Frau Benders. Vollversammlung. Also, bitte, nehmen Sie Platz, Frau Benders. Aha, kommt jetzt das Geständnis, Herr Krechel. Wollen Sie jetzt einen Deal anbieten? Süß ist die Freude, Herr Römer, aber das ist es, glaube ich, nicht, was Frau Benders mit der Frau Benders, warum wollen Sie mit mir sprechen? Ich möchte Sie bitten, diesen Sven nicht als Zeugen zu laden. Frau Benders, ich meine, dem Wunsch einer Angeklagten kann ich nicht entsprechen, einfach ein Zeugen nicht zu laden. Und ich denke noch was ganz anderes. Schauen Sie mal, es geht wahrscheinlich um Ihre Schwester, die dahinter steckt. Und eher tendiere ich dazu, auch noch Ihre Schwester zusätzlich dazu zu hören. Frau Benders ist von der Strafprozessordnung insoweit von mir in Kenntnis gesetzt worden. Ich habe ja auch gesagt, dass ihr was Vernünftiges einfallen muss, um da die Verhaltensweisen des Gerichts zu beeinflussen. Aber sie ist nicht daran zu hindern. Ich glaube, wir können das an der Stelle, wenn nicht mehr kommt, auch beenden. Ja, dann war das so ein Schuss in den Ofen. Das kommt schon mal vorher, Römer. Ja. Selbst bei Ihnen. Selbst bei Ihnen. Selbst bei mir. Es ist nett, dass Sie es in dieser Singularität sehen. Sprechen Sie mit Ihrem Verteidiger weiter. Ja, Frau Benders, kommen Sie. Also jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, was dieser Sven hier aussagen wird. Ich aber auch. Frau Herrscher, wird nicht lange dauern, dann sind wir schneller. Frau Herrscher. Laura? Was machst du denn bitte hier? Und was machst du mit diesen Typen? Ich hab dir gesagt, das ist kein Umgang für dich. Oh, du hast mir gerade mal gar nichts zu sagen, ja?
Wer hat denn hier die größere Scheiße verbockt? Ja, du sitzt vor Gericht, nicht ich. Laura, bitte so nicht. Hör mal, solange Mama und Papa im Ausland sind, habe ich die Verantwortung für dich. Und du weißt ganz genau, dass die auch nicht wollen würden, dass du hier bist, okay? Ach, guck dich doch mal um. Sie sind nicht hier. Ja, weil sie sich beruflich nicht freimachen konnten. Ich wette, du hast nichts davon erzählt, dass du hier sitzt. Laura, es reicht. Du gehst jetzt sofort raus. Du verlässt den Saal und wartest bitte draußen. Kommen Sie, bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Novak, bitte auf diesem Stuhl hier vorne. War das gerade Ihre Schwester Laura, was ich da mitbekommen habe in einem Auge? Ja, das war meine Schwester. Die ist manchmal ein bisschen bockig. Ich wollte gerade was zu Schwestern sagen. Ich verkneife es mir. Dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, Novak, wissen Sie, sonst macht man sich strafbar. Und man kann dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Gesundheit. Herr Novak, Ihr Vorname ist Sven, Sie wohnen in Hagen. Wie alt sind Sie? 19. Und was sind Sie vom Beruf? Auszubildender Kfz-Mechaniker. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nein. Es geht in diesem Verfahren hier um eine schwere Körperverletzung an Lars Benders, der da hinten sitzt. Und der Zeuge Boris Patitz, der neben ihm sitzt, hat ausgesagt, dass sie Lars Benders über lange Zeit, längeren Zeitraum, wenn Sie richtig verstanden haben, erpresst haben sollen. Was sagen Sie? Was? Ich habe niemanden erpresst. Natürlich hast du ihn erpresst. Marion, sag was. Du hast mir doch alles erzählt. Herr Novak, warum sollte der Mann das denn sagen? Hallo, das passiert doch. Das hat doch eine Grundlage. Sie sind völlig ruhig. Das hat doch eine Grundlage. Das hat nicht frei aus der Nase rausgezogen. Ha? Und weil es nicht funktioniert hat, haben Sie zur Pistole gegriffen, haben Sie geschossen. Richtig oder nicht richtig, Herr Novak? Ich habe weder einen erpresst noch einen niedergeschossen. Alles Lüge. Ich bin doch kein Verbrecher. Was sind Sie, Herr Novak? Sie sind kein Verbrecher? Das behaupten Sie von sich. Wir haben das Bundeszentralregister hier von Ihnen. Den Auszug. Schauen Sie sich das mal an. Einbruchsdiebstahl, Raub, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie sind kein Verbrecher? Ja. Was sind das? Jugendsündchen oder was? Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ja, und Sie haben auch wieder Scheiße gebaut. Sie haben genau diese Erpressung begangen, die der Zeuge eben hier dargestellt hat. Sie haben ihn erpresst. Und möglicherweise hat er Sie irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und dann sind Sie auf den Gedanken gekommen, diesen Mann aufzulauern. Sie wussten auch, woher. Ihre Freundin ist Ihre Schwester. Sie wussten genau, wo der und wann der abends dort hergeht. Und dann haben Sie, um Ihrer Erpressung Nachdruck zu verschaffen, auf ihn geschossen, richtig? Damit es weiterläuft. Stopp mal. Also ich lasse mich hier nicht als schließwürdigen Arsch hinstellen, ja? Ich habe hier keinen erpresst, keinen angeschossen und so. Und ich habe auch, ja gut, ich habe in meiner Vergangenheit viel Scheiße gebaut. Und ja, ich habe auch Geldprobleme. Aber ich bin noch lange nicht so skrupellos wie der da und vergreife mich an meiner jüngeren Schwägerin. Ich habe gar nichts gemacht. Was war das mit der Schwägerin? Wer soll sich an der Schwägerin? Ja, okay. Es war im Februar letzten Jahres etwa. Ja, genau zu sein, der 24. Ja, ich war mit Laura auf einer Party vom gemeinsamen Freund. So. Ja, er hat sein 18. gefeiert, so hat er viel getrunken und ja, Laura war irgendwie ja, ziemlich besoffen. Also, die konnte gar nicht mehr, die ging richtig in den Seilen. Also, ja gut, auf jeden Fall, sie war total betrunken und ich habe mir dann gedacht, ja, bringst du sie nach Hause. Und ich habe dann nach ihrer Jacke gesucht, habe sie aber nicht gefunden. Ich dachte, ja gut, okay, gebe ich halt meine Jacke, damit sie nicht friert. Ja, habe ich sie halt nach Hause gebracht. Ja, hab dann geklingelt und dann hat ihr der Ben das aufgemacht. Und hat sich dann auch nur über die lustig gemacht und ja, war auch Glück, dass hier die Schwester von ihr nicht da war, weil sonst hätte es ziemlich Ärger gegeben. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder abgedüst und wollte eigentlich zurück auf die Party. Ja, nach einer Zeit ist mir dann aufgefallen, na, in meiner Jacke sind ja mein Portemonnaie und mein Schlüssel noch. Dann bin ich halt wieder zurück. Hab geklingelt, weil es war Licht noch an und hab gedacht, ja gut, okay, die sind noch wach und er war auch noch nicht lange her, dass ich weggegangen bin. Hat aber keiner aufgemacht. Na, ich habe mich natürlich voll geärgert. Ich brauche meinen Schlüssel, ich brauche mein Portemonnaie. Wie soll ich denn sonst nach Hause kommen? Ja, dann bin ich halt ums Haus rumgegangen, habe ins Wohnzimmer geguckt und ja, habe ich es halt gesehen. Das ist echt der Hammer, diese Drecksoder. Herr Novak, ich kann mir zwar denken, was jetzt kommt, aber bitte ohne Beleidigungen. Was haben Sie gesehen? Er lag halt über ihr drüber und er hat so ein mieses Gesicht gehabt. Also, ja, auf jeden Fall ja, habe ich halt gesehen, wie er sie vergewaltigt hat. Und Laura, wie wirkte die? Ja, ist völlig abwesend. Die, also wirklich, als ob sie, die war total weg. Also hat irgendwie wie ferngesteuert gewirkt. Also konnte. Jetzt wissen wir, worum es geht, Herr Benders. Wollen Sie dazu was sagen?
Ich sag nur dazu, dass es absoluter Quatsch ist und ich weiß nicht, wie dieser Vollidiot auf sowas kommt. Fertig aus, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hab's gesehen. Ja. Herr Nowak, ich bin überzeugt, dass Sie das gesehen haben. Ich frage mich jetzt nur, was Sie für eine Figur sind. Sie sehen, dass Ihre Freundin von ihm vergewaltigt wird, ja, oder sagen wir mal, Ihre Hilflosigkeit wird ausgenutzt zu einem sexuellen Missbrauch und Sie tun nichts, Sie schreiten noch nicht ein. Nein, Sie machen sich Gedanken, weil das haben wir ja festgestellt, dass Sie ein Krimineller sind. Sie machen sich Gedanken, wie Sie das Spiel für sich ausnutzen können. Und jetzt erpressen Sie ihn genau damit. Ist es das richtig? Und als es jetzt nicht klappt, sind wir wieder da, wo ich eben mit meiner Frage war. Jetzt schießen Sie, um Ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen. Richtig? Wieso? Also, es gab gar keinen Grund, dass er dann, wenn ich ihn erpresst hätte, ja, gab es überhaupt gar keinen Grund, dass ich ihm irgendwie Nachdruck verleihen Warum sollte. Warum nicht? Es gibt Beweise. Ach so. Ja. Was für Beweise? Ja, ich, ja, es war schon eine krasse Aktion. Ich habe es halt gesehen und, ja, da ich sowieso total pleite bin, habe ich gedacht, habe ich ein Video mit meinem Handy gemacht. Und das wollen Sie doch nicht wirklich sagen. Sie haben diesen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen, um das mal juristisch zu begreifen. Ja, in dem Moment habe ich nur an Geld gedacht. Ich habe nur, ja, halt eben, weil ich so große Schulden hatte und... Herr Nowak, wo ist der Handyfilm? Haben Sie Ihr Handy dabei? Nee, das ist natürlich auch eine blöde Sache. Ich habe das aus Versehen gelöscht einmal. Unter diesen Umständen kommen wir wirklich nicht daran vorbei, Ihre Schwester Laura dazu zu befragen. Das denke ich genauso. Ihre Schwester, wenn wir vielleicht hören müssen. Warten Sie das noch stimmt. draußen. Wie heißt Ihre Schwester mit Nachnamen? Habe ich irgendwas mit Funke? Funke, ja. Funke. Aber wir müssen Sie doch nicht wirklich anhören. Natürlich. Das wirft ja sogar ein Motiv für Sie in den Raum, oder nicht? Wem sowas zustößt, das kann man auch nicht ausschließen. Nee, das möchte ich nicht. Bei allem Respekt, Frau Benders, aber das ist die Entscheidung dann zunächst einmal des Gerichts, diese Zeugin zu hören. Und diese Zeugin hat als ihre Schwester ein Zeugenverweigerungsrecht. Das ist dann die Entscheidung ihrer Schwester, ob sie hier jetzt aussagen will oder nicht. Nicht das Recht einer Angeklagten. Noch Fragen an den Zeugen Nowak im Moment. Bleibt unvereidigt, Sie nehmen an der Seite Platz. Laura Funke, bitte in den Saal eintreten. Laura, Schatz, du musst hier nichts sagen, okay? Jetzt lass mich doch endlich mal in Ruhe. Ich kann für mich alleine entscheiden, Mann. Richtig. Und Sie halten sich jetzt zurück. Auch wenn es für ältere Schwestern gelegentlich schwierig ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Frau Funk, ich werde Sie jetzt als Zeugin vernehmen und Sie wissen, dass bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Sonst macht man sich strafbar, wenn man es nicht tut. Frau Funke, Laura ist Ihr Vorname. Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 17 Jahre, aber Sie können ruhig Laura zu mir sagen. Will ich tun. Laura, wo wohnen Sie? Ich wohne bei meiner Schwester Marion in der Fürsener Gasse 34 in Hagen. In Hagen, dann kenne ich die Adresse. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin auch Schülerin an einem Gymnasium, 11. Klasse. Als Schwester der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist ganz allein Ihre Entscheidung. Nur wenn Sie aussagen, muss es die Wahrheit sein. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen muss. Ja, ich möchte 55. Sie wollen dann die Wahrheit. Laura, Sie wissen ja, worum es in diesem Verfahren hier geht. Ja? Es geht ja um den Schuss auf Ihren Schwager, sehr gezielt. Und nun ist eben der Verdacht aufgekommen, dass Hintergrund sein könnte, ein Missbrauch widerstandsunfähiger von Ihnen, nämlich, dass er Sie, nachdem Sie von der Party betrunken nach Hause gekommen sind, missbraucht hat und dass Sie sich möglicherweise dafür gerecht haben können. Ach Quatsch, ich habe nichts getan. Wieso auch? Und Lars hat auch nichts getan. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ja, Sie sollen zum Zeitpunkt des Missbrauchs, wenn ich das jetzt nun richtig verstanden habe, sehr betrunken gewesen sein. Also möglicherweise haben Sie von einem Geschlechtsverkehr gar nichts mitbekommen. Das Ganze soll am 24. Februar gewesen sein, diesen Jahres, nach der Geburtstagsfeier von einem Freund? Ja, es mag ja sein, dass ich schon besoffen, also betrunken war, aber ich bitte Sie, so etwas, das müsste ich doch wissen. Also Lars hat nichts getan. Laura, laber doch keinen. Ich hab's doch gesehen. Was? Du hast es gesehen? Ich hab's gesehen, wie er über dich rübergestiegen ist. Ja, aber wenn du es doch gesehen hättest, das kann doch nicht sein. Wenn du es gesehen hättest, dann hättest du mir doch geholfen. Geholfen? Gab es einen unfreiwilligen Geschlechtsverkehr? Nein. Zwischen Ihrem Schwager und ihm? Nein, also er hat mich nicht vergewaltigt. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Was heißt das? Ja, ach, es ging doch auch von mir aus. Ach, ich meine...
was ist an diesem 24. Februar passiert, soweit sie es noch wissen? Also, naja, ich war halt mit Sven auf der Party von Thomas und ich habe schon ziemlich viel getrunken. Ja, ich war halt betrunken. Du brauchst mir jetzt keine Vorwürfe zu machen. Ich weiß es schon. Also, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Also, Sven hat mich dann später halt nach Hause gebracht und ich fand's echt süß von ihm, aber ich weiß auch nicht mehr alles. Ja, okay, er hat mich dann halt bei Lars abgeliefert und Lars hat mich dann erstmal ins Wohnzimmer gebracht und auf die Couch gelegt. Ja, und ich weiß auch nicht mehr. Ich kann mich eigentlich nur noch dran erinnern, dass ich realisiert habe, dass ich mit Lars geschlafen habe. Sehen Sie, nichts von Vergewaltigung. Geschlafen, nur geschlafen. Es gab keine Vergewaltigung. Herr Ben, das habe ich Sie im Moment gefragt und Sie reden mir ungefragt jetzt nicht dazwischen. Laura, lassen Sie sich nicht unterbrechen. Denken Sie weiter nach. Ja, ich dachte einfach nur, ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Ich wusste nicht, wieso und warum. Haben Sie selber irgendwie etwas dazu beigetragen, dass es so kommen konnte? Ja, ich meine ja, ich bin's ja auch irgendwie selbst schuld. Ich habe immer mit ihm rumgeflirtet, ihn so ein bisschen angesext, wissen Sie? Naja, es hat mir halt Spaß gemacht. Ich habe halt ein bisschen die Lolita raushängen lassen. Naja. Sie haben ja aber gesagt, dass Sie sich selbst nicht erinnern könnten zunächst einmal, wie es zu diesem Geschlechtsverkehr gekommen ist. Ja, es ist aber so, Lars hat mir doch alles geschildert. Also, er hat gesagt, wie ich mich an ihn rangemacht habe und so. Und das macht doch auch eigentlich auch alles Sinn. Ich war so betrunken, da ist es wohl einfach mit mir durchgegangen. Wie ein Flitschen hat sich an mich rangeworfen. Bitte, das reicht mir jetzt. 200 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise 4 Tage Ordnungshaft. Marion, es tut mir echt leid. Aus dir musst du überhaupt nichts leid tun. Du hast nichts getan. Schatz, du warst total betrunken. Du konntest nicht wissen, was dieses Arschloch da tut. Du hast überhaupt nicht mitgekriegt, was der gemacht hat. Der hat deine Situation ausgenutzt. Du musst dich für nichts schuldig fühlen, okay? Er ist das Arschloch. Frau Benders, ich schätze diese Wortwahl absolut nicht. Ich halte mich nicht mehr zurück. Aber Sie wissen schon länger. Sie wissen doch schon länger von der Sache, oder? Oder? Laura hat ja gesagt, dass sie niemand davon erzählt hätte. Woher wussten Sie davon? Von Sven. Er hat mir dieses Handyfilmchen gezeigt. Also wurde Ihr Mann auch erpresst von Sven der Bart, richtig? Dazu kann ich nichts sagen, da müssen Sie schon selber fragen. Frau Benders, vor dem Hintergrund, den wir gerade hier gehört haben, macht Ihre Tat natürlich besonders viel Sinn. Wenn Sie bereits wussten, dass sich Ihr Noch-Ehemann an Ihrer kleinen Schwester sexuell mutmaßlich vergriffen hat, dann ist es klar, dass Sie ihn dafür auf diese Art und Weise bestrafen wollten, dass Sie direkt in den Genitalbereich schießen. Das macht dann besonders Sinn, diese Bestrafungsaktion. Ja, wenn Sie... Das war doch nicht so gewesen. Sie hat sich wie so ein billiges Etwas an mich geschmissen. Jetzt reicht's ja wohl. Sie ist ein Kind. Es ist scheißegal, ob sie dich mal angeflirtet hat oder irgendwas. Sie hat mich nur angeflirtet. Sie war betrunken. Sie war total betrunken und du hast das ausgenutzt. Aber du wirst dich an keiner Frau mehr vergreifen. Dafür ist Gott sei Dank gesorgt. Wer hat dafür gesorgt? Soll das heißen, dass Sie dafür gesorgt haben? Das habe ich nicht gesagt. Das weiß ich. Ich habe nur gesagt, es wurde Gott sei Dank dafür gesorgt. Mhm. Ansonsten sage ich dazu nichts. Es wird Ihnen nicht mehr viel nutzen, dass Sie hier nichts mehr sagen. Sie haben erst versucht, den Zeugen Novak hier zu verhindern. Dann wollten Sie nicht, dass Ihre Schwester aussagt. Letztlich natürlich nur deshalb, damit Ihr zweites starkes Motiv hier nicht zur Sprache kommt. Das ist aber jetzt leider passiert. Ich wollte einfach... Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte einfach Laura nicht damit belasten. Ich bin davon ausgegangen, dass sie von der ganzen Situation gar nichts mitbekommen hat. Mhm. Ich habe gedacht, sie war so betrunken, dass sie das überhaupt nicht registriert hat, was da mit ihr passiert ist und das gar nicht weiß. Und ich wollte sie einfach nur davor schützen, dass sie es erfährt. Noch Fragen an die Zeugen? Nein, ich habe keine Fragen mehr. Bleibt unvereinigt. Nehmen Sie bitte an der Seite Platz, Herr Funke. Noch Anträge? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Röhner. Mutzgericht, die Angeklagte leugnet ja bis zum Schluss. Und das, obwohl sie erkannt worden ist, ganz eindeutig von ihrem Ehemann, noch Ehemann. Welche Gründe soll er gehabt haben, sie hier fälschlicherweise zu beschuldigen? Ich erkenne da keine. Er hat die Beziehung beendet. Er hat eine glückliche Zweitbeziehung aufgebaut mit ihrer Freundin. Sie sind momentan noch alleine. Er hat einen Grund nicht. Er hat zumindest versucht, das Beste daraus zu machen. Unterhaltszahlung ist lächerlich. Er zahlt ihnen ja jetzt schon einen Teil des Unterhalts. Er hat das auch hier seine Bereitschaft dazu erklärt.
Sie wussten ganz genau, wo er wann sein würde. Sie wussten, dass er diesen Weg nehmen würde. Und ihr Alibi, das ist ganz großartig geplatzt. Da haben sie sich den zweiten gesucht, den gehörnten Ehemann. Der hat ihr ganz klar gesagt, tut mir leid, sie hat mich angestiftet. Ist alles nicht. Motiv ist klar geworden, ihre Ehe ist tragisch verlaufen. Und das mit ihrer Schwester, die mutmaßliche sexuelle Übergriff, der da stattgefunden hat, ist ihr zweites starkes Motiv gewesen. Ihrer Schwester haben sie sehr geholfen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Frau Vorsitzende, sie hat das geplant. Es war Rache. Es war Selbstjustiz und die war kaltblütig geplant. Sie musste sich ja erstmal eine Waffe besorgen und dann hat sie sich auf die Lauer gelegt. Er wird für den Rest seines Lebens impotent bleiben und infertil. Ein großer Teil des Lebens ist ihm hier nicht mehr möglich auszuüben. Ich meine deshalb, dass wir mit 4 Jahren ebenfalls bei einer milden Strafe sind. Danke. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt drüben, Herr Rechtsanwalt Krechel. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Sie haben sogar noch etwas vergessen am Ende, als Sie das Strafmaß so hochgeschraubt wissen wollten. Gerade bei diesem Mann ist das fürchterlich, dass man ihm seine schärfste Waffe genommen hat. Spaß beiseite. Ja. Die Angeklagte hat sich doch hier gar nicht verteidigt. Ist das gar keinem aufgefallen? Es wäre ihr doch ein leichtes gewesen, nachher überführt quasi, zu sagen, ja, ich war es, es tut mir leid. Nein. Sie hat auch nicht ihre Schwester hier reingezogen oder irgendjemanden, um die Situation für sich besser zu gestalten. Das Motiv war von Anfang an da. Sie hat ja auch, und da glaube ich ihm, er nimmt mir die Formulierung nicht übel, obwohl er vielleicht im privaten Bereich sich wie ein Schweinehund benimmt manchmal. Aber der hat nicht gelogen, der Mann. Ich glaube, dass er sie gesehen hat. Der hat seine Frau mit allen Scheußlichkeiten konfrontiert, mit denen man einen Menschen nur konfrontieren kann. Geht fremd, will das Kind nicht haben. Er sorgt dafür, dass dieses Kind verschwindet. Er redet hier mit seiner Frau in einer Art und Weise, die an Despektierlichkeit nicht zu überbieten ist. Und dann treibt das auch noch mit der kleinen minderjährigen Schwester, wenn die betrunken, ohne jeden Halt, ohne jede Rücksicht, treibt er sie in eine Verzweiflung, in der sie zu dieser Tat schreitet. Und ich meine, dass man bei einem Mindeststrafrahmen von 3 Jahren durchaus auf eine Strafe erkennen kann, die im untersten Bereich anzusetzen ist. Dankeschön. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Frau Benders, zur Beweiswürdigung muss ich nicht mehr viel sagen. Selbst Ihr Verteidiger glaubt Ihnen hier nicht. Es stützt sich hier alles auf die Aussage Ihres Ehemannes, Ihres Noch-Ehemannes, der alles andere als ein sympathischer Mensch hier war, nur in einem wirklich klar gesagt hat, er hat sie gesehen. Und in der Zwischenzeit, am Ende der Verhandlung, wussten wir auch, weshalb. Dass Sie geschossen haben wegen der Zeugenpartys oder so, das habe ich nie geglaubt. Weil das tut man wirklich nicht. Es musste wesentlich mehr dahinter stecken, dass Sie mit Ihrer Stärke so schwach reagieren. Aber wenn es um Ihre kleine Schwester geht, dann haben Sie rot gesehen. Das ist der Hintergrund. Nur, Frau Benders, es ist Selbstjustiz, Rache in der brutalsten Form, absolut zielgerichtet, was Sie hier getan haben. Und das kann dieses Gericht absolut nicht hinnehmen und überhaupt der Rechtsstaat kann es nicht hinnehmen. Und es wird das passieren, was von Anfang an hätte geschehen sollen, noch mit einem vernünftigen Beweismittel. Man möchte es eigentlich nicht hören, aber so war es, ein Beweismittel mit diesem schrecklichen Handyfilm. Und es hätte keine Schwierigkeiten gegeben, Ihren Ehemann deshalb ganz ordnungsgemäß vor Gericht zu stellen. Aber Sie wollten etwas anderes. Rache. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Natürlich auch der Berufung. Die Verhandlung ist geschlossen. Lars Benders wurde wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt, die aus Rücksicht auf seine schweren Verletzungen zur Bewährung ausgesetzt wurde. Sven Novak wurde vom Jugendgericht wegen Erpressung und unterlassener Hilfeleistung zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr auf Bewährung verurteilt.